Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen zur MyTeam-Karriere, kurz vor dem Blitz-Qualifying in Jeddah. Ich muss euch ganz kurz erzählen. Ja, gut, so lange dauert es eigentlich gar nicht. ja, in Bahrain bin ich gefahren. Ich habe den 7. Platz erreicht. Habe das Ganze auch aufgenommen. Problem war nur, nach dem Rennen bin ich da wieder zurück in die, ja, ins Hauptquartier, sagen wir so, in die Base wollte ich schon sagen, ins Hauptquartier. Und ja, da kommt ja so kurz die Info von mir und von meinem Teamkollegen. Wir haben ja Hückenberg am Start als Teamkollegen. Und ja, das hat schon so komisch grafisch ausgesehen. Da habe ich schon gesagt, ja, da muss ich schnell schauen, dass ich den Part hier abschließe, dass nicht das Spiel abstürzt. Ja, dann habe ich dummerweise noch eins weiter geklickt. Und die Grafik war noch immer so komisch. Und ja, ein paar Sekunden später ist das Spiel wirklich abgeschmiert. Und natürlich war dann auch die Aufnahme futsch. War sehr geil, ja. Deswegen sind wir jetzt in Jeddah. Und ja, was soll ich sagen? BB Racing. Let's go, Freunde. Qualifying in Jeddah. Geht's halt hier los mit der MyTeam-Karriere. Ich nehme das Ganze in Full HD, nicht in 4K auf. Ja, weil die meisten ja sowieso am Handy schauen, am Tablet, wie auch immer. Wenn ihr in 4K schauen wollt, schreibt mir das gerne in die Kommentare rein. Wenn da wer am Start ist, wenn da wer unbedingt 4K schauen will, dann nehme ich es in Zukunft auf. Aber solange mir da keiner jetzt schreibt, gleich mal bei Full HD. Ein bisschen konzentrieren jetzt hier. Sorry, Freunde, wir reden nachher weiter. Man soll sich doch ein bisschen konzentrieren hier in der Quali-Runde. Ja, wir sind leistungstechnisch im Mittelfeld. Wir sind genau zwischen Alpine und Haas eigentlich angesiedelt. Also da in der Leistungsklasse. Hülkenberg im ersten Rennen, glaube ich, ins Qualifying verhaut. Da hat er sich wahrscheinlich verbremst. Ich habe schon einige Verbremser gesehen im Spiel von KI-Leuten. Auch immer wieder von Leclerc in der Quali-Runde. So, P7, das ist, ja, ist okay, würde ich sagen. Bin gespannt, ob Hülkenberg diesmal eine bessere Performance hat. Ja, genau deswegen ja, gibt es jetzt die Aufnahme nicht, weil leider das Spiel abgestürzt ist und ich ja das hier direkt auf der Blazy aufnehme. Wenn die im Livestream ist egal, da starte ich einfach das Spiel oder die Blazy neu und es läuft ja alles, weil ich über den PC das Ganze noch mache. Und das ja, aber hier bei der Aufnahme über die Blazy ist es natürlich etwas kritisch. So 4 Sekunden, sage ich, 4 Zehntel vor Hückenberg, nur immerhin. Mit dem Ende des Bottas hinter, ja, das ist das eigentlich so weit okay. Morgen unbedingt ja. Mit dabei, denn es wird auf jeden Fall ein fantastisches Event. Russell wirklich auch stark hier. Perez ist sehr schwach, 0,8. Ich glaube, dann werden sie auch mit dem nächsten Update noch einmal ein bisschen hochschrauben. Also wenn sie eine, schaut sie immer wieder, ob sie eine E-Mail bekommt. Ich sage es immer wieder. Und dann müsst ihr reingehen. Wenn es so ein Performance-Patch von der KI gibt, dann müsst ihr das Ganze auch bestätigen und sagen, dass es über die in die Karriere mit einbeziehen sollt. Das Ganze. Ja, nicht vergessen. Schaut mal rein, die E-Mails, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Da gibt es einen aktuellen, zumindest wie ich das Spiel das erste Mal gestartet habe, gab es da schon so eine Nachricht. So, jetzt sind wir hier 7. Ja, das habe ich auch, das Ergebnis habe ich auch erreicht beim ersten Grand Prix. Wie gesagt, da ist leider das Spiel dann abgestürzt. Wir können uns hier die Rangliste anschauen. Verstappen hat gewonnen vor Leclerc, Sainz, Russell, Perez, Hamilton. Ich war 7. Dann war Alonso, Mick und Ocon. Ja, das war das Ergebnis der ersten Rennens. Ja. Ja, Bottas hier anscheinend, ja, vielleicht hat er sich auch verbremst. Der ist oft mit Alonso so in der Gegend, da hinter Hamilton, da bei uns in der Gegend. Ja, wie ich es halt auch erwische hier, ich versuche es immer vorher gut einzustellen in einem Test-Grand Prix und so gut es geht. Ja, genau, die Grafik kam ja nach dem Rennen auch und die war
Ja, Hintergrund war schwarz und ich und Hückenberg waren so weiß, ganz komisch. Und da habe ich schon gedacht, ui, 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 da hätte ich sollen sofort die Aufnahme abbrechen sollen. Das war bitter, jetzt muss ich noch einen Grand Prix fahren. Ja, den nehme ich jetzt eh nicht auf 4K, denn sonst wird es gar nicht mehr fertig. Aber wie gesagt, wenn es Wünsche 4K gibt, dann werde ich in Zukunft nur die Rennen aufnehmen in 4K. Ich habe euch hier mal jetzt ein bisschen mitgenommen hier ins Blitzquali. Dafür können wir das Blitzquali und so mitnehmen, wenn wir nicht in 4K aufnehmen, weil dann haben wir nicht so riesen Ressourcen. So, Ressourcen haben wir hier auch. Jawohl, perfekt. Dann schauen wir gleich einmal, was können wir hier machen. Die Entwicklung ist hier im Gange. Die Zündanlage haben wir am Start. Treibstoffeffizienz, ich glaube, das reicht einmal. Gewichtsumverteilung, Reduktion nicht verfügbar. Da haben wir das erste Mal Reifenabnutzung, das passt. Wir müssen schauen, wo wir wirklich Handlungsbedarf haben. Das könnten wir in Angriff nehmen. Das ist, wir können mal reinschauen, ein großes Update. Gewicht ist immer wichtig. Entwicklung im Gange. So, wie haben wir Strapazierfähigkeit aus? Das wäre mal fast noch wichtiger aktuell. Dass wir da die Stufe 1 zumindest überall haben. Getriebe, ja, aber Getriebe geht, glaube ich. Verbrennungsmotor, das ist mal das Wichtigste, würde ich sagen. Mitunter, sonst haben wir da überall eh Stufe 1. Ah, die haben noch schlechte Moral, aber ist mal Rille. Und den Turbo will ich auch auf Stufe 1 gleich einmal haben, dass wir uns da, ich und Hückenberg, ein paar Strafversetzungen und neue Teile eventuell ersparen. Luftwiderstand, ja, ist auch wichtig, ich weiß. Das werden wir dann als nächstes machen hier, dass wir da topspeed-technisch gut dabei sind. Ja, Chassis sind wir da unten, ja. Ja, mit den Alfa Romeo sogar vor Alpine. Wow. Habe ich gar nicht so einmal auf der Rechnung gehabt. Gut, Freunde, da würde ich sagen, gehen wir ins Rennen. Ich hoffe, ich glaube, ich werde gleich sicherheitshalber nach dem Rennen abspeichern, dass ich das einmal safe im Kasten habe. Nicht vergessen, ich hoffe, ich vergesse nicht, während Rennen auch abzuspeichern, falls da mal abstürzt. Gut, insgesamt ist mir das jetzt zweimal abgestürzt. Ich bin ja schon nach Monaco in der Willkommen in Fahrerkarriere. einem der Juwelen unter den arabischen Städten. Und Bevor es losgeht, ja. sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an. Charles Leclerc startet aus der Pole Position und daneben steht Max Verstappen. Ja, Die Leclerc gegen restliche Verstappen, sehr Startaufstellung gut. sieht wie folgt aus: Das passt wenigstens. Sainz, Perez, George Russell und Hamilton, Cowboy, Fernando Alonso, Ocon und Nico Hülkenberg. Ja, perfekt. Das ist die Top Stefan 10. Brunner ist heute wieder bei mir in der So, ich hoffe, Kommentatorenbox. jetzt Hallo klappt Stefan, alles. ich bin neugierig. Als jemand, der selbst schon auf der Strecke war, wie kommt man mit der Nervosität zurecht, wenn man seine Startposition einnimmt? Ich denke mal, Sie werden langsam das Adrenalin spüren, wenn Sie an den Weg zur Schau ersten Kurve hier. denken. Fast so, als ob man sich auf einen Hier Kampf unser vorbereiten Auto. würde. Die unbekannte Situation fordert Nerven, doch das ist gut. So konzentrieren sich alle auf den Moment und ihre Umgebung, während wir auf den Start des Grand Prix zusteuern. So, ja, bei Wir der haben ein paar Punkte Rennstrategie. gesammelt. Bleib dran und arbeite auf eine weitere Platzierung unter den besten 10 Was hin. ist das alternativ? Gelb-Weiß. Es ist unfassbar, wirklich. Also, das ist wirklich unfassbar. Das verstehe ich nicht. Das kapiere ich. Es gibt keine Alternative zu dem. Es gibt keine. Aber das kapieren die nicht. Und ja, im Test habe ich genau mit, ich bin Gasly als Teamkollegen, ja genau, bin ich gefahren. Mit seinen Teamkollegen. Auf jeden Fall hinter mir Plan Runde 6. Und er alternativ. Haben sie mal gesagt, dann Runde 8. Okay, dann haben wir gedacht, gut, jetzt fahre ich Runde 7 rein, lass Gasly hinter mir. Also Tsunoda, jetzt ist mir wieder eingefallen. Und ja, was soll ich sagen? Er ist wieder genau, obwohl ich zweimal gefunkt habe, dass ich jetzt reinkomme. Er hat gesagt, ja, okay, du kannst zum Boxenstopp kommen in der Runde 7, fahre ich rein, fährt er hinter mir auch genau rein. Genau hinter mir und stellt sich an. Also das haben sie noch immer nicht auf die Reihe bekommen und das mit den Reifen sowieso nicht. Das habe ich schon aufgegeben. Das habe ich schon aufgegeben, Freunde. Das kriegen die bei Codemaster nicht hin, selbst mit IA jetzt anscheinend.
Das ist ja wahrscheinlich dasselbe Team, wie es ausschaut aktuell auch. So, aber egal, jetzt ist es mal Cheddar, der Grand Prix, Freunde. Ich glaube schon, erste Probleme. Russell hier gegen Sainz, Hamilton im Mercedes-Sandwich. Der Ferrari kann sich aber irgendwie durchsetzen, wie es ausschaut. Da ist auch irgendeiner neben uns. Boah, Glück gehabt. Ja, das war Alonso wieder mal. Den habe ich im ersten Rennen. Und da hinten ist Hülkenberg. Da sehen wir es im Rückspiegel. Vor lauter Schauen hätte ich fast hier die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Und das Hülkenberg hinter uns. Jawohl. Perfekt. Ich sage, es ist schon das zweite Rennen. Aber ja, was soll's. Hilft ja nichts. Wir sind nach Runde 1 noch auf derselben Position. Nicht großartig, aber auch nicht schlimm. Bleib konzentriert. Ja, P7 würde ich ja fast schon unterschreiben. Ich habe auch gesagt, ich habe ein paar andere Einstellungen gemacht wie in der Fahrerkarriere. Wenn es geht, nicht auf die neuen Strecken, aber die, was wir kennen, fahre ich ohne Ideallinie. Wenn möglich. So viele Strecken, wie es geht. Aber die kenne ich noch nicht so ganz gut, muss ich ganz ehrlich zugeben. Deswegen habe ich hier die ideale, ist es gar nicht, die Bremslinie eingeschalten. Ja, Hamilton, Russell, das ist halt im Anfangsgedümmel der Startphase, kann sich so einiges verschieben. Albon ist auch, ich glaube, P17 hat sich qualifiziert, das war schon mal gut in Bahrain. Und die sind in der ersten Schikane auf P11 vorgekommen, weil er innen reingegangen ist, so wie wir eigentlich klassisch das immer machen. Und hat da ziemlich viel überholt. Fand ich auch lustig. Der Hülkenberg kommt, ach so, der wurde von Alonso überholt, deswegen, die haben sich da gegenseitig hinten ausgebremst. Schade. Schade, Alonso hat Hülkenberg überholt. Ich hoffe, er kann da mal kontern. Dann war das in Bahrain, da hat er sich wirklich dann verbremst gehabt anscheinend. Das war kein guter Auftakt von ihm im Quali. Deswegen war er so langsam, war verwirrt. Ich habe davor getestet, alles super eingestellt, dann ist er so weit weg gewesen von mir. Und dann bekommt er noch im ersten Rennen unser Teamkollege Hülkenberg, die einer von drei, glaube ich, nur im ganzen Fahrerfeld die weißen Reifen drauf. Ist auch immer sehr geil. Schau, dass man da zumindest mit dem Teamkollegen nicht ein bisschen mitreden kann. Ein bisschen, naja. Lass uns die Überholtaste benutzen und etwas Energie aufbrauchen. Ja, Alonso scheint doch ein bisschen besser eingestellt zu sein wie Hülkenberg. Ja, wir haben ja in etwa dasselbe, wir haben ja ungefähr dasselbe Auto von der Leistungsfähigkeit her. Ja, im Detail, weiß nicht, Chassis, Aero, sind wahrscheinlich gewisse Unterschiede. Ja, Alonso ist, glaube ich, schneller eingestuft als Hülkenberg, wie es ausschaut. Vom Speed her, aber den können wir eh ein bisschen trainieren auch, Hülkenberg. Mal schauen, ob er kontern kann, Hülkenberg, oder zumindest auf 9 bleiben kann. So, was ist da vorne los? Ich glaube, Hamilton greift schon Perez an, oder? Das gibt's doch gar nicht. Die fahren da schon nebeneinander. Oh, Alter! Da hätte schon fast geknallt da vorne. Jetzt wäre es der Konter hier trotzdem. Dann wird er von Russell angegriffen und macht aber den Konter gegen Hamilton und geht vorbei bei ihm. Wäre es auf Gelb? What? Wäre es auf Gelb gestartet? Nein, nein! Dann fährt Perez die gelb-weiße Taktik, oder was? Ja, deswegen ist der so langsam jetzt gerade auch.
weil er mit den Gelben jetzt von den Roten hier überholt wird. Und von beiden Mercedes, ja, super Taktik, Milestone, am Milestone sage ich schon. Code aus das. Und Perez bekommt safe die weißen Reifen, weil er einfach random die alternative Strategie bekommen hat. Das ist ja noch geiler als... das ärgert mich schon wieder. Das ärgert mich schon wieder maßlos. Wenn er jetzt die Roten wenigstens drauf bekommt, ja, ist zwar auch ein bisschen sinnlos, aber von vorne startend. Aber dass wir hier dranbleiben, das wundert mich auch, ehrlich gesagt. Na gut, Hülkenberg wieder vorbei an Alonso, ja, da bleibt auch der Abstand, also... Gut, die fighten auch da vorne, ja, das passt schon so. Ich glaube, Hamilton könnte sich jetzt gerade vorne absetzen. Ja, dann muss man einfach so sagen, Perez, falsche Strategie. Dank Codemasters auf jeden Fall, das auf jeden Fall, aber ja, ist halt so. Sehen wir das Positive, kommt ein bisschen Abwechslung rein, ja, hat er halt Probleme, was weiß ich, falsche Reifen drauf, ja. Ja, whatever. Würde mal bei Russell Hamilton auch sein, dass die mal die falschen Reifen drauf haben. Wer will, dass wir jetzt reinkommen? Runde 5, Runde 6 kommt dann safe Hülkenberg. Das heißt, wenn, müssen wir 2 Runden länger draußen bleiben. Da sagt man gar keine Alternative an. Sind wir so hoch mit dem Verschleiß? Das gibt's ja gar nicht. Jetzt sind wir da relativ weit vorne. Nicht, dass wir da irgendwo in den Verkehr reinkommen. Ich glaube, gefühlt, wir werden einfach draußen bleiben. Weil er mal früher reingeht und wie gesagt, kalte Reifen am Anfang, das darf man nicht unterschätzen. Das Reifen ist okay, ich glaube, wir bleiben 2 Runden länger einfach. Wir bleiben einfach 2 Runden länger. Wenn das irgendwie möglich ist, werden wir das einfach immer machen. Dann passt das schon. Boah, jetzt habe ich mich verdammt. Hülkenberg, Ocon, oh, Alonso, irgendeinen Fehler gehabt oder was? Da los! Eieiei, da ist irgendwas passiert hinten. Oder hat ihn einfach Ocon überholt, das kann auch sein. Wir haben jetzt ein bisschen den Anschluss verloren, leider. Ja, 31 da rechts, ja, vorne beide Reifen, ja. Na gut, dass ich immer RS drücke, perfekt. Da sind wir auch voll. Ne, wir bleiben draußen. Da fahren aber jetzt viele rein. Ich nehme ein bisschen die safere Variante, auch wenn wir vielleicht ein bisschen jetzt Grip verlieren. Er hat noch nichts gesagt, dass wir Grip verlieren. Also der Grip lässt bald nach. Ich glaube, das sagt er, wenn der Einreifen, weiß nicht, auf 35 ist. Alter Schwede, ich schau wieder. Ich muss mich mehr konzentrieren, ich wirklich. Vor allem auf der Strecke, die jetzt relativ neu ist für mich. Dass wir mit der Mauer dann landen. 35, weil ich sag es bei 40, oder? Wenn das orange wird, ich weiß nicht. Hülkenberg draußen geblieben noch, ja. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn ich jetzt sag, das können wir auch noch probieren, von Haus aus, ich fahre in Runde 7 rein. Ob er dann auch in Runde 7 kommt, der Hülkenberg. Also vor ein Rennen. Ich glaube, das klappt ja auch nicht, glaube ich. Ich glaube, das klappt auch nicht. Da kommt er trotzdem in derselben Runde. Der kommt immer in der gleichen Runde, egal was du einstellst und was du callst hier im Funk. Es ist komplett egal. Aber er ist 2 Sekunden hinter uns, das passt. Den Kollege, ja, vom Speed her passt das schon. Aber wir bleiben noch eine Runde draußen, das hilft nichts. Nico müsste jetzt reinfahren eigentlich. Perez, ja, mit den Gelben bleibt natürlich draußen und Nico in der Box, oder? Ja. War klar? Nico macht seinen Boxenstopp. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 4,6 Sekunden.
Reifen sind noch in gutem Zustand. Okay. Das sagt er bei 44%. Hm. Wir kommen aus dem Rennen. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Ja, das sagt er auch trotzdem. Auch wenn Hickberg jetzt hinter uns fahren würde und in seiner Runde, es ist komplett Rille. Also das ist so schlecht von Codemasters, dass das noch immer nicht funktioniert. Dass es auch niemandem auffällt, dass sich da keiner beschwert. Das gibt's ja nicht. Ich kann nicht der Einzige sein. Oder juckt das wirklich niemanden? Juckt das absolut niemanden? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Freunde. Oh. Okay. Sagen wir mal so, ich dachte, mich bremst das Spiel ab. Richtig. Hat es aber nicht. Sieht aus, als sei die Boxencrew bereit, sich um das Auto zu kümmern. Sie werden versuchen, den Stopp so schnell wie möglich durchzuführen. Mal schauen, was sie jetzt machen. Ich glaube, ich habe nichts umgestellt. Also er wird uns wahrscheinlich den Flügel tauschen, nehme ich mal stark an. Oder auch nicht. Okay, müssen wir mit gelbem Flügel fahren. Das war unser letzter Boxenstopp. Geil. Keine Boxenstopp mehr geplant. Hey, hinten ist auch was defekt. Bleiben wir mal hier bei den Temperaturen, dass wir die ein bisschen sehen, aber ich glaube, so mindestens eine halbe Runde werden wir brauchen. DRS offline. Es gibt einen Fehler im Heckflügelsystem. DRS. Wir können von hier aus alle Probleme haben. Ah, das ist nur das DRS. Okay, na passt. Das ist ein Problem. Gut, passt. Ah, die Motor ist schon drinnen. Auf automatisch eingestellter Flügelschaden reparieren. Und bei Gelb macht das dann gar nicht, okay. Ja, wahrscheinlich, vielleicht checkt er da, dass wir zu viel Zeit verlieren und es noch geht einigermaßen. Jetzt gemacht. Alonso schon wieder hinter Hülkenberg, aber mit 30 Sekunden Rückstand. Oder 2,5 oder auf jeden Fall hinter uns 1,8. Mal schauen, jetzt müsste er theoretisch aufholen ein bisschen. Vor uns Hamilton, Russell vor Hamilton. Ja, Dramatik hier. Aber irgendwie 2,1, ja, schaut gut aus trotzdem. 6,6 Sekunden. Wo ist, also Perez muss erst zum Stopp, genau. Der müsste dann ja auch ungefähr wieder bei uns da irgendwo in der Gegend eigentlich rauskommen, wenn alles so abläuft. Jetzt hat er zwar die etwas schlechteren gelben, aber da kann nicht weit von uns entfernt rauskommen mit seinen. Da sehen wir wenigstens, ob er die weißen Reifen drauf hat. Wir müssen schneller werden. Verwende die Überholtaste für mehr Leistung. Ja, ja, ja. Wir sind mit dem kaputten Flügel und ohne DRS schneller als wie vorher mit den roten Reifen, wo noch alles fit war. Wir schließen sogar auf Hamilton, glaube ich, auf. Unser Abstand zum Teamkollegen, das ist wirklich witzig, weil in Bahrain ist man, war gefühlt die KI dann mit den Reifen nach dem Stopp schneller. Hier sind sie anscheinend langsamer, warum auch immer. Super programmiert wieder, Freunde. Codemasters, jawohl. Nächster Pluspunkt. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus.
Aber eigentlich alles so wie immer eingestellt. Also ein bisschen im gelben Flügel merkt man normalerweise schon ein bisschen. Ah, da ist Perez. Ja, mit den harten Reifen. Jawohl. Läuft doch, Codemaster. Es läuft. Läuft bei euch. Alter Schwede. Das, so krass war es auch noch nie. Rot auf weiß, okay. Aber gelb auf weiß, das ist schon harte Kost, muss ich sagen. Das ist harter Tobak. Vielleicht müssen wir wirklich 50% fahren, dann kommt das nicht. 50% werden wir mal ein paar Mal testen im Livestream. Wollt ihr heute, sorry, am Donnerstag auch livestreamen, Mittagszeit, aber durch die Fail-Aufnahme und so. Und ich will jetzt unbedingt den ersten Bart raushauen von der MyTeam-Karriere auch. Und durch den Crash des Spieles ist es leider nicht ausgegangen, nur als kleiner Nachtrag. Ich werde dafür am Abend wahrscheinlich wieder streamen. Aber 7-8 wäre ja hier schon mal ein Top-Team-Ergebnis für uns, für BB Racing. Na gut, die sind wieder im Zweikampf, deswegen schließen wir hier natürlich auch auf, muss man auch sagen. Die Einstellungen schon. Haben wir da irgendwas eingestellt oder haben die das anders programmiert, dass man so gut wie gar nichts merkt, wenn wir hier einen Flügelschaden hatten, gelben? Ja, wir sind ja wirklich schneller wie vorher fast. Alles vorher. Ja, Perez mit seinen weißen Reifen ist natürlich komplett chancenlos hier. Wir können sogar wirklich angreifen, wie es ausschaut. Okay, den haben wir verkackt. So, müssen wir uns mal ein bisschen konzentrieren. Vielleicht können wir wirklich... Ja, wenn Perez da in welcher Form auch immer Probleme hat, falsche Reifen, ja, ist ja nicht unser Problem. Vielleicht eine Runde haben wir noch Zeit, dass wir da eventuell dann in der Testzone vielleicht irgendwie überholen. Außer er greift jetzt selber noch einmal retour und greift noch einmal hier Hamilton an. So, zwei Runden haben wir noch. Na, Hülkenberg haben jetzt 6 Sekunden schon gegönnt. Das ist deine letzte Runde. Die letzte Runde des Rennens. Ah, träume ich nicht. Ah, das haben wir auch vernebelt. Etwa 2 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Schaut aus, als wären wir hier zweites Mal auf P7.
dann bei der Boxeneinfahrt einen kleinen Schreckmoment hatten. Charles Legacy gewinnt, Freunde. Jo, sehr schön. So, jetzt werde ich aber nicht wirklich viel... Ah, ich habe wieder nicht zwischengespeichert. Ich bin doch so ein Depp. Wirklich, jedes Mal vergesse ich. Zumindest während Rennen ist es hier noch nicht abgeschätzt. Obwohl im ersten Mal im Livestream weiß ich gar nicht, wo das genau war. Eieiei. Aber er hat zumindest das Rennen abgespeichert gehabt, weil ich dann weitergeklickt habe. Was denkst du, Stefan? Ja. Wo hatten Sie heute den Entscheid? Und wenn es dann einmal abstürzt, dann werde ich mich wieder ärgern, weil ich es nicht gespeichert habe. Zumindest beim Boxenstopp wäre es geil. Das wäre doch immer ein guter Indikator beim Reinfahren, speichern. Aber ja. Je leichter man also diese Temperatur halten, mal schauen, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Der Wagen hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Ja, ziemlich große Kühlrippen bei den Ferrari, hat man gesehen. Und wir sehen ein Team, das auf dem Siegertreppchen kein Unbekannter ist und erneut den Platz an der Spitze belegt. Ein grandioses Rennen und ein beeindruckender Sieg für Ferrari am heutigen Tag. Verstappen Zweiter, jawohl. Sainz auf der 3, ja, und Perez haben sie, ja, keine Ahnung, schlechte Leistung von der Strategie. Aber ja, das wird noch jeden erwischen wahrscheinlich. Schauen wir uns an, welche Auswirkungen dieses Ergebnis auf ja, Hülkenberg auf P8, sehr schön, gefällt mir. Trotz der großen Bemühungen des Spitzenreiters ist der Vorsprung in der Meisterschaft etwas zusammengeschmolzen. Ja, die schnellste Runde war doch zu schnell von uns, aber es ist auch immer wieder von Grand Prix zu Grand Prix ein bisschen verschieden. Für mich ist es Lewis Hamilton. Der mehrfache Weltmeister mag an diesem Punkt eine langweilige Wahl sein, aber man kann nicht bestreiten, aber oh, Leclerc 7 Sekunden vor Verstappen, unfassbar. Die Situation in der Konstrukteursmeisterschaft zu werfen. Alonso noch 9. Ah, da ist er wieder gekommen. Bottas nur 11. Schade, da konnte er nicht Ocon angreifen. Schade. Na, Bottas wird sich mit Alonso battlen. Wobei ich da eher auf Alonso setzen werde. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Mick leider auch außerhalb der Punkte. Ja, Norris auch schwach. Jo, wie auch immer, Freunde. Ich würde sagen, mit dem Bild hier werden wir das Ganze mal beenden, aber nur aus dem Grund auch, weil die erste Aufnahme eben gecrashed ist, weil das Spiel gecrashed ist. Deswegen will ich so schnell wie möglich hier weiterkommen. Ich werde auch mal hin und wieder mal vielleicht in die Zentrale mitnehmen, dass wir da mal reinschauen. Aber man kennt es ja eh von MyTeam, also das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Aber wenn es einmal passt, nach dem Rennen schauen wir einmal rein, jetzt bei dem Part nicht, da bin ich einmal sicher im Kasten haben. Deswegen bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, soundtechnisch passt es soweit. Bei mir im Kopfhörer hat es sich gut angehört. Ich hoffe, die Lautstärke passt soweit. Können wir vielleicht noch ein bisschen variieren, wenn wir irgendwas machen müssten. Ja, dann sage ich mal auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Ich bin jetzt 2x7. Geworden. Also die Gesamtwertung wäre vielleicht noch nicht schlecht, wenn wir die noch einblenden. Das sollte hier noch funktionieren, hoffentlich. Schauen wir noch mal rein. Ja, auch insgesamt sind wir 2. Vor Alonso sogar, jawohl. Ja, die Mercedes doch hier stärker als in echt, zumindest mal in der Anfangsphase. Perez, tja, gleich viele Punkte wie Hamilton. Ich weiß gar nicht, was im ersten Rennen passiert ist, aber ja, momentan nicht so stark. Vielleicht kommt dann auch ein bisschen eine Performance bei ihm. 4. sind wir hier in der Konstrukteurswertung. Ach, vor Alpine und Haas, ja, da sehe ich uns auch auf P4, glaube ich. Das passt. Mercedes, ja, dann doch nicht wahrscheinlich. Das, da müssen wir noch ein bisschen forschen am Auto. Das passt schon. In die Rennleitung können wir ja auch reinschauen. Sainz hat auch gelb-weiß. Alter, ich krieg's so wirklich.
Ich könnte heulen, wenn ich das sehe. Gelb-weiß. Beim 25% drinnen. Ja, wenn die Abnutzung vom Reifen ja so wäre, dass der extrem eskaliert, dass das irgendwas bringt. Aber es ist einfach nicht so. Also die Typen, die das da einstellen, ich weiß nicht. Das ist jetzt noch schlimmer, als wenn du rot-weiß machst. Macht ja auch schon keinen Sinn, aber das ist jetzt noch einmal einer obendrauf. In die schlechte, in die falsche Richtung. Weil das gab es vorher nicht, meiner Meinung nach. Es gab nur die Standardstrategie und rot-weiß. Soft-hard. Aber gelb-weiß, da haben sie sich noch einmal selber übertroffen, muss man sagen, im negativen Sinne. Bravo, Codemasters. Bravo. Tolle Leistung. Also im Schnitt bei drei Leuten, drei, vier Leuten machen immer diese alternative Strategie. Aber komplett random. Wenn von mir aus die hinten da machen, was sie wollen, ja, okay, aber gelb-weiß bringt auch nichts. Ich glaube, das ist noch ein Fehler. Es würde vielleicht noch Sinn machen, wenn einer gelb-rot vielleicht fährt, obwohl vorne ja auch nicht in die Top 10, nicht so wirklich. Ja, wenn es hinten einer auf P ist, ja. Aber nicht gelb-weiß. Vielleicht kommt ja noch ein Badge, vielleicht ist das wirklich ein Fehler. Muss es sein. Weil alternativ gelb-rot, okay. Vielleicht wollten sie das ja ändern. Vielleicht wollten sie das wirklich so ändern und haben sich nur vertan. Dass eben nicht rot-weiß fahren wird, das hat ja keiner. Das hat zum Beispiel keiner gemacht. Vielleicht ist es und kommt das noch mit einem Badge. Und sie wollten wirklich gelb-rot nehmen. Weil das würde noch einigermaßen Sinn machen. Bin mal gespannt. Wäre natürlich super, wenn das der Fall wäre. Von meiner Warte ist es natürlich schwer auszusagen, aber wir hoffen mal, dass das nur ein Fehler war und dass das vielleicht mit den nächsten Patches irgendwann behoben wird. Weil das kann nicht ihr Ernst sein. Das kann nicht ihr Ernst sein, Freunde. Das glaube ich nicht. So, mit der Fahrer-WM werden wir jetzt wirklich hier Schluss machen. Wie gesagt, ich habe auch in Full HD nur aufgenommen, dass das Ganze schneller ist mit den Fahrarbeiten und so. Dann vielleicht schaffe ich es, vielleicht wird das heute noch online gehen am Abend. Mal schauen. Muss ich mal schauen, wie es verarbeitet. Deswegen werden wir so schnell wie möglich auch Schluss machen. Und wenn es 4K ist, dann kann ich es maximal ja, am nächsten Tag freigeben. Aber wenn jetzt nicht unbedingt einer von euch in 4K schauen will, dann bleibe ich jetzt mal so. In Stream mache ich ja eh in 4K. Vielleicht mache ich mal dazwischen eine 4K-Aufnahme von einem Rennen, dass man da vielleicht auch einen Unterschied sieht. Noch einmal, wer es noch nicht kennt. Wenn er die Möglichkeit hat, überhaupt sich das so anzuschauen in 4K, irgendwo auf einem guten Fernseher oder einen super Monitor. Monitor 4K, ja, brauchst du schon mindestens, würde ich sagen, am Handy ist relativ Rille. Ja, wie gesagt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare reinschreiben bezüglich 4K-Aufnahme für euch unbedingt oder auch nicht. Wie auch immer, aber ich glaube, die Qualität ist eher nicht so schlecht. Man kann eben leider nicht 1440 einstellen auf der Blaze, das wäre auch noch einmal so ein guter Zwischenschritt. Das wäre dann wirklich top, also da, aber naja. Warum das nicht geht, weiß ich nicht. Vielleicht kommt das irgendwann noch auf der PS5, aber naja, ich verstehe es auch nicht. Gut, Freunde, lange genug herumgejammert. Ich sage danke fürs Zuschauen. Mit dem Rennergebnis hier, beziehungsweise insgesamt die Wertung hier, ja, Verstappen ex aequo mit Leclerc, super geil. Einmal Verstappen gewonnen, einmal Leclerc gewonnen. Super, das passt. Und ja, hat Spaß gemacht wieder. Wir das zweite Mal hier P7 eingefahren. Und da sehen wir uns zum nächsten Rennen. Wir haben hier 16, glaube ich, eingestellt. Deswegen weiß ich gar nicht, was als nächstes kommt. Aber ich glaube, die ersten paar Rennen sind eh alle gleich. Glaube ich. Ich glaube, Monaco haben wir gar nicht eingestellt, oder? Das war aber gestern im Livestream eh auch nicht so geil im Regen, muss ich ganz ehrlich sagen. Monaco war auch relativ öde. Muss man zugeben. Gut, Freunde. Das war's jetzt wirklich. Danke fürs Zuschauen und ich freue mich schon aufs nächste Rennen. Sofern das Spiel nicht abstürzt, sehen wir dann regulär das nächste Rennen. Wenn nicht, fahre ich halt wieder das nächste und ich erzähle euch, was passiert ist. So machen wir das. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und ich würde mich gerne über ein Däumchen nach oben freuen, wenn es euch gefallen hat. Das hilft uns natürlich immer wieder weiter und das freut mich als kleines Dankeschön vielleicht eurerseits. Ich sage auch danke fürs Einschalten und wer auch immer das Däumchen nach oben drückt, recht herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.